Moin und willkommen hier zu einem neuen Video. Ihr habt die Hotlap gesehen vom Update bzw. vor dem Update, also von 1.7. Und die Runde passte sehr, sehr gut und heute wollen wir mal gucken, wie dieses Auto performt nach dem Update. Wir nehmen das gleiche Setup und ich habe eben mal eine Runde geguckt, ob die Reifendrücke soweit passen. Ich blende hier mal eine Stelle ein. Ja, ihr habt es gesehen, die Bremsen werden zu heiß. Und das heißt, wir sind hier vorher mit Bremsluftschächten gefahren, die ein bisschen wilder unterwegs waren. Also das Pre-Quali-Setup, aber das ist das, was ihr auch da als Upload bekommen habt. So, das heißt also, die Bremsluftkanäle, die vorher bei diesen Temperaturen ganz gut funktioniert haben, funktionieren jetzt einfach nicht mehr so gut. So, da machen wir nochmal den Flügel 2 höher. Ansonsten, ist das Setup wie aus dem letzten Video. Und wir gucken uns das jetzt nochmal an, wie sich hier so die Zeiten verhalten. Auto deutlich nervöser. Ihr kennt es ja vom M4-Video schon, dass das Auto über die Curbs deutlich nervöser wird. Ja, gewöhnen uns jetzt einfach mal ein bisschen dran, lassen hier mal ein bisschen das Setup und das neue Update wirken. Das definitiv ein neues Feature. Ich meine, der Lexus, der wurde ein bisschen mehr überarbeitet, da wurden ein paar Sachen gefixt, das heißt, es ändert sich jetzt hier auch alles ein bisschen an diesem Fahrzeug. Bremsbalance steht auch auf jeden Fall so, dass wir hier Probleme kriegen mit der Hinterachse. Mal gucken, ob das sich so ein bisschen relativiert, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen fahren. Oder ob ich da jetzt gleich anfangen sollte, die Bremsbalance zu verteilen. Deutlich mehr Bewegungen drin. Also vorher, das war ja selbst im Lexus quasi wie auf Schienen. Und jetzt muss man hier doch deutlich mehr rudern. Ich schieße mich mal ein paar Runden ein und dann quatschen wir nochmal. So, ich habe jetzt hier nochmal das Setup Rennwelten Race Nürburgring geladen, damit ihr mir auch alle glaubt, dass das richtige Setup ist. Passen hier nochmal die Drücke an, die habe ich jetzt natürlich von eben nicht übernommen, ich Idiot. So, Bremsluftkanäle, die übernehmen wir jetzt hier, das habe ich jetzt nochmal angepasst, 13er Flügel, 77er Höhe. Habe jetzt hier mal die Telemetrierunden angestellt und jetzt gucken wir doch mal, was wir hier so in der Lage sind zu fahren. Eine Ewigkeit später.
So, da habt ihr es gesehen. Es war sehr anstrengend. Ich konnte einfach nicht reden. Das hat mir jetzt doch ein bisschen Nerven geraubt. Das waren ein paar Anläufe, weil ich war einfach eine Runde davor bei einer 1,54,000. Aber ach Mann, ich wollte unbedingt die 53er. Ihr habt sie gesehen. Ich konnte nicht reden. Wahrscheinlich war es Gesichtskirmes. Sein Urgroßvater. Aber sehr schön zu sehen. Erstmal, das Setup funktioniert. Also Setup kann ich euch gerne so nochmal verlinken jetzt hier für die Temperaturen 17 Luft und 20 Strecke. Wobei die kühleren Temperaturen haben jetzt sowieso nicht mehr so viele ja, Auswirkungen auf die Rundenzeiten, wie es in den Patch Notes stand. Ja, eine Sekunde haben wir verloren. Also von einer 1,529 sind wir jetzt abgerutscht auf eine 1,539. Es wurde gesagt, ja, zwischen einer halben Sekunde und Sekunde ist man langsamer geworden. Also Haken dran, passt, check. Ja, ihr könnt ja gerne mal, also so wie es geplant ist, habt ihr das Video gestern gesehen mit der 529 und heute dann gesehen mit der 539. Deswegen könnt ihr es, glaube ich, gut vergleichen. Ich habe die Runde da nicht mehr so gut im Kopf, aber ich glaube, da kann man ganz, ganz gut erkennen, dass oder wo dann so ein bisschen der Grip verloren geht. Das Auto ist nervöser. Das Auto, ja, über Curbs gerade ein bisschen nervöser. Der Grip hat ein bisschen abgenommen. Ins Michael Schumacher S rein tue ich mich ein bisschen schwer. Das war nicht ganz so angenehm zu fahren. Ja, ansonsten fährt sich das Auto gut. Ist halt, wenn es überall ein bisschen langsamer wird, dann merkt man das halt einfach nicht so dramatisch. Und ja, dann sind wir doch fertig mit der geballten Ladung Wissenschaft für heute. Also eine Sekunde durchs Update verloren. Haken dran, check. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich natürlich über eine Bewertung und würde sagen, bis demnächst. Ciao. An der Stelle ist das Video leider schon wieder vorbei. Ihr könnt einmal hier den Kanal abonnieren oder hier kommt ihr zu den nächsten Videos. Ich freue mich natürlich mega über eine Bewertung. Lasst einen Like da, aktiviert gerne die Glocke. Die meisten Zuschauer haben den Kanal nämlich nicht abonniert. Ansonsten guckt auch gerne mal in die Kanalmitgliedschaften und ja, da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.